Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 Gold Edition bzw. Gods and Kings. Ja, wir sind immer noch hier unterwegs, unser kleines Volk, unsere Zivilisation Songhai. Wir sind König Askia, haben zwei Städte am Start, Gao, unsere Hauptstadt, und Timbuktu, und haben beim letzten Mal Besuch bekommen, und zwar von den Azteken, von Montezuma, der hier unten sich angesiedelt hat. Ja, momentan ist er noch friedlich. Ich hoffe, das hält auch an. Was haben wir noch gemacht? Wir haben unseren ersten Baudruck, der hier schon fleißig tätig war. Der ist hier auch schon, hat auch schon so ein Ding jetzt hingestellt. So, ja, wie heißt denn das? So ein Jagdlager, genau. Dann können wir auch diese Ressource Elfenbein nutzen, was sich hier auf unsere Zufriedenheit auswirkt. Ja, ist es okay. Und wir sehen, wir sind hier auch minus 2 Gold pro Runde. Das bedeutet, wir haben ja auch hier ein Problemchen. Also wir sollten alsbald aufpassen, dass wir unser Staatssäckel nicht allzu sehr belasten. So, nichtsdestotrotz, unsere Jungs ziehen wir mal sicherheitshalber hier rüber, die Speer, dass die da hier ein bisschen im Weg stehen, dass die da oben keinen Blödsinn machen. So, was haben wir noch? Wir hatten doch noch eine Truppe hier unten. Genau, die ist noch am Regenerieren. Stimmt. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir mal in die nächste Runde. So, die machen sich weg da oben, das ist okay. Aber ich glaube, wir müssen hier oben ganz dringend nochmal irgendwie eine Stadt bauen. So, die Stadt Timbuktu ist gewachsen. Das sehen wir natürlich gern. Größe 2. So, heißt, wir können jetzt auch zwei Felder bewirtschaften, ne? So, einmal hier oben. Happy Happy, sprich Weizen, das ist okay. Und das Feld hier unten mit dem Elefant, was sich auch nochmal auf unser Gold auswirkt. Also wir sehen hier plus 0 momentan. Also die Finanzkrise in Timbuktu, beziehungsweise hier im Königreich Songhai, ist erstmal abgewendet. Das ist natürlich sehr schön. Allerdings beim nächsten Gebäude, was Unterhalt kostet, ist halt dann schon vorbei. Ne? Dann geht's gleich Spaß wieder los. Aber okay, so, Ressource benötigt. Salz. Ja, Salz haben wir auf der Karte noch nicht entdeckt. War ja Ende letzter Folge, kam ja der Wunsch von Timbuktu, den sie geäußert haben. Wir wollen hier Salz. Ja, ich will auch viel, liebe Freunde, aber okay. So, was bauen wir denn hier aktuell? Einen Kornspeicher. 17 Runden ist natürlich krass. 17 Runden ist schon hässlich. Aber gut, wir können es nicht aussuchen, wir können es uns nicht aussuchen. Das heißt, wir müssen hier irgendwann mal ein bisschen die Produktion erhöhen. Wir müssen hier oben auch Happy Happy erhöhen, wie, wenn ich mir so denke, wenn ich mir das so anschaue. Also sprich, die müssen hier ganz dringend eine Modernisierung machen, dass wir ein bisschen mehr Nahrung rausholen können. Dann können wir auch hier ein bisschen die Verteilung umstellen. So, 23 Runden bis zur Geburt eines neuen Spielers, nicht Spielers, sondern Bürgers. Ja, so lange wollten wir hier nicht warten. So, schauen wir kurz nach Gao rein, wie sieht es hier aus. So, da wird ebenfalls hier einmal das Feld mit den Bananen bewirtschaftet, genauso wie hier das Elfenbeinfeld. So, und dann haben wir hier nochmal Nahrung aus dem Wald, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Plus 0, also Stagnation, hier wird aktuell nicht weiter Bürger produziert, ne? Weil kein Nahrungsüberschuss, das ist schlecht. Ja, das sollten wir hier ganz dringend was tun, Freunde. Ganz dringend. So, in 2 Runden ist ein Siedler fertig. Das ist sehr gut. Und dann sollten wir vermutlich auch schon weitermachen. So, ja, den lasse ich mal sicherheitshalber hier stehen. So. Beziehungsweise nein. Den fahre ich mal dahin. Was ist das hier? Die Stadt Timbuktu hat. Achso, okay, ja gut. Alles klar, das ist der Hinweis hier. Ja, so, euch lassen wir mal da stehen. Ihr wartet jetzt mal eine Runde. Und der überlegt sich hoffentlich, was er tut. So, nächste Runde. Wow, jetzt habe ich schon gedacht, die wollen uns angreifen. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Nee, aber die haben sich's überlegt. Hinein ging Hektor, der Göttliche. Und in der Rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. So, ein Sprüchlein von dem guten Homer. Also nicht Homer von Homer Simpson, sondern Homer. Ja, witzig, wie die Leute damals gesprochen haben, ne? Kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. So, wir können jetzt Dschungel abholzen, das ist sehr schön. Wir können Zeus-Statue bauen, also ein Weltwunder, ne? Die Frage ist, bringt uns das irgendwas? Beziehungsweise doch, Zeus-Statue müsste ein Weltwunder sein. Ja, ich glaube, wir haben viel zu wenig Produktion, als dass wir uns überhaupt Gedanken machen könnten über sowas. So, der Bautrupp ist fertig, das ist sehr schön, das freut uns. Dann würde ich sagen, an diesem Mal gehen wir hier rüber und schauen, dass wir irgendwie den Dschungel abhacken können oder so, das wäre gut. So, hier haben wir einen Siedler, jawohl. Ist auch ganz übel Zeit geworden, Freunde. So, hier ist Wüste, da unten will ich jetzt eigentlich nicht hinbauen. Pferde, Stein, Elfenbein, Schafe. Hm. Ja, also ich möchte mir das Zeug hier oben nicht entgehen lassen, ne?
Ja, haben wir natürlich auch wieder das Problem, dass hier relativ viel Dschungel ist. Den müssen wir vermutlich erstmal abholzen. So, hier ist Marmor. Den wird sich der Freund unter den Nagel reißen. Freunde, wir haben die Karte noch viel zu wenig erkundet, sehe ich gerade. Wir müssen ganz dringend diese blöde Karte erkundigen. Ansonsten verbauen wir uns hier irgendwas. So, da oben wollen wir wahrscheinlich auch erstmal nichts holen. Das liegt einfach daran, dass hier der Stadtstaat Valletta am Start ist. Noch sind sie Freunde. Das heißt, wir werden natürlich nur Teufel tun und uns mit denen hier anlegen. Das muss nicht zwingend sein. So, und ihr kommt, ihr müsst hier jetzt auch mal leider eine Runde erkunden. Es hilft nichts. So, wir wählen eine neue Produktion für unsere Stadt und würde ich sagen, da holen wir uns erstmal einen Kornspeicher, weil wir hier Nahrungsprobleme haben. So, dann ist die nächste Forschung am Start, die wir uns holen. Ah, Fischerboote, Triere, Arbeitsboot. Moment, wie schauen wir denn aus? Wir haben Gao. Das ist eine Küstenstadt. Das heißt, hier könnten wir Timbuktu nicht. Timbuktu ist im Landesinnere, ist kein Meer angrenzend. Also würde ich jetzt sagen, macht erstmal eigentlich keinen Sinn, dass wir hier das Segeln lernen. Dann würde ich eher zuerst einmal hier, ja, eher in Richtung Steinmetz gehen. Ja, machen wir Steinmetz. So. Einheit benötigt Befehle. Ja, ich weiß. Ja, wir gehen mal auf Verdacht hier runter, Freunde. Einfach mal auf Verdacht. So, den großen General, den ziehen wir hier natürlich mit. Damit die hier immer schön Bonus haben. Nächste Runde, bitte. So. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Klassik erreicht. Also wir sehen der zweite schon, der von der Forschung her weit voraus ist. Der hier einfach einen Vorsprung hat uns gegenüber. Ja, das kann uns natürlich nicht recht sein. Aber was soll man machen? Wir können es nicht ändern. So, und du machst mal hier bitte... So, Dschungel entfernen, minus 1 Nahrung, plus 1 Produktion, das wollen wir nicht. Wir wollen hier eine Plantage errichten, das heißt, plus 1 Nahrung, ne? Also das wäre natürlich schon von Vorteil. So, die Jungs ziehen hier weiter. Der Freund der Azteke haut ab. So, Valletta sucht ein neues Naturwunder. Ja, Freunde, ihr habt Sorgen. Eure Probleme hätte ich gern. So. Große Ingenieur zieht, nicht Ingenieur, sage ich schon, der große General zieht mit. Den dürfen wir nicht alleine rumspringen lassen, sonst fehlt er bei der nächsten Zählung. Das wäre ganz schlecht, so wer seid, du bist der Siedler, genau. Ja, Muss eigentlich zuerst noch hier ein bisschen erkunden, ne? Wobei das Feld, das ist auch nicht schlecht. Sag ich, wie es ist, das ist nicht schlecht. Stein, Steinmetzkunst, Wüste, Wald. Ja, hier die Wüste, das, ja, ich weiß nicht, die Wüste ist so ein bisschen, ne, suboptimal. Hier drüben hätten wir Trüffel, ist bestimmt auch interessant. Das, ja genau, das bringt nochmal Gold und Zufriedenheit, wo wir ja auch ein bisschen knapp sind, ne. So, nächste Runde, bitteschön. Ja, genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Eine Botschaft annehmen, jawohl. Also wir bauen jetzt eine Botschaft. Hurra, das... Ja, la Valika, genau. Jetzt ist er freundlich. Das freut uns, prima. Also wir haben jetzt eine Botschaft mit dem Meister der Azteken. Heißt, wir können jetzt auch mit ihm politisch aktiv werden. Also irgendwie Freundschaftsabkommen oder sonstiges. Aber ihr seht schon, eieiei. Der hat schon hier, der hat eine Religion gegründet, hat zwei Städte, Teotihuacan und Technochlitlan, also sorry, ich kann das echt nicht aussprechen, das geht gar nicht. Da oben ist noch ein Barbar, sehe ich gerade, eieiei, Freunde. Der hat zwei, okay, sonst hat der nichts, also ist noch nicht so stark. Ist in Ordnung, so Einheit benötigt Befehle, ja. Hier düst mal. Oh, oh, lalalala, Wein. Aber hallo. Wein wurde gefordert, wenn ich mich richtig erinnere. So, mein lieber Siedler, ich würde sagen, du düst mal ganz geschmeidig hier runterwärts. Und zwar dahin. So, und ihr düst mal kurz hier hoch. Dann haben wir das Feld hier nämlich auch abgefrühstückt. So, hier haben wir noch Verfärbemittel. Hier hätten wir noch Fisch, Voraussetzung, Segeln. Also hier wäre, glaube ich, auch nochmal ein guter Standort für eine Stadt. Kommen wir zuerst hier runter.
Die ist natürlich dann sehr isoliert, wenn die hier unten ist. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Aber hier hoch sind 6 Runden. Das ist hässlich. Da und da ist er schneller. Und ja, kommt der düst da runter und fertig. Nächste Runde, bitte. Oh, meine Herren. People of the United States of America welcome you. Ja, da sage ich nichts mehr. Die United States, die Vereinigten Staaten von Amerika. Hallöchen, ja, sie heißen uns willkommen. Was, ihr seid doch ein Anhänger der Unabhängigkeit. Ja, aktuell schon, die Sozialpolitik. Grüß dich. Also, servus. Ja, auf Wiedersehen. Na, prima. Oh Gott. So, was, wir haben einen Stadtstaat entdeckt. Einen weiteren Belgrad. Sie schenken uns 15 Gold. Ebenfalls militärisch, die haben Pelze. Schau an. Mhm. Wo sind denn die? Jetzt sag mal, was ist denn jetzt wieder los mit der Steuerung? Wer seid ihr denn? Krieger Belgrad. Ach, die haben uns entdeckt. Schau an, okay. Die sind neutral zu uns. Ja, ich hoffe, die tun uns nichts. So. Wenn der Ami hier rumjuppelt, heißt das für mich, die kennen die Azteken auch schon. So, was sagen denn unsere Berater? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert, ne? So, wir haben Geld. Geben aber mehr aus, als wir einnehmen. Oh, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Hm. Löst alle Einheiten auf, die nicht wirklich benötigt werden? Ja, klar, sicher. So, wir besitzen die Ressource Seide nicht, denn es gibt ein Vorkommen Negao. Schickt ein Bautrupp, bla bla, ja, ja, okay. Wir sollten uns auf das Wachstum und die Verbesserung dessen, was wir haben, konzentrieren, nicht auf die Gründung neuer Städte. Ja, klar. Zufriedenheit ist besorgniserregend, wieso plus 2, okay. Ja, ja, wir brauchen mehr Gold, ist klar. Timbuktu benötigt Nahrung, ja, wissen wir auch. Gao würde stärker profitieren, wenn sie Geländefelder... Ja, was meinst du, was der Bautrupp macht, Honey? Und hier ebenfalls, so. Azteken sind stärker, wir sollten Angriffe gegen sie genau überlegen, jawohl. Die Amis sind stärker, wunderbar, wir sind also so ziemlich die Letzten hier, wa? So. Ja, ja, der Fasel, der will da bessere Forschung und so, wir sind völlig schutzlos, oh nein! So, ja, und die Barbaren sollen wir ausrotten. Wir müssen die Meere erforschen. Ja, du, also, wir haben vielleicht andere Sorgen. So, und wir sollten dringend eine Bibliothek bauen. Ja, ich weiß, was ich nicht alles bauen sollte, ne? So, können wir Gebäude, schwimmende Gärten, Wassermühlen, bla bla, das Rad erforschen, Philosophie erforschen, ja. Neue Forschung bei unserer Bevölkerung, das ist effizient. Also, wir sind doch effizient, was wollt ihr denn? Hm? Wir sollten die Philosophie erforschen, damit wir die Lehmmoschee bauen können. Ein einzigartiges songhaisches Gebäude. Hm. Lehmmoschee. Ja, die kostet keinen Unterhalt, bilde ich mir ein, hieß es. Das wäre natürlich nicht schlecht, gell? So mal. Aber ich habe jetzt nichts gesehen. Was ist zusätzliche Informationen? Hier, Diplomatie. So. Hier habe ich etwas, das nützlich sein könnte. Ja, okay. So, also Übersicht quasi. Eure Beziehungen, sprich unsere zu Montezuma. Was heißt das? 94? Ist das die Stärke oder was? Keine Ahnung. 113 Gold haben die. Also sind ärmer als wir. Wir haben geteilte Botschaften. Gold pro Runde 12. Was heißt das? Der macht plus 12 oder wie? Das wäre ja Wahnsinn. Huch! Das hat mich angequatscht. Sorry, nee, wollte ich nicht. Servus. Verwählt. Entschuldigung, hab mich verwählt. So, und Washington hat 142 und die haben Wein. Mhm. Das sind die Stadtstaaten. Okay, noch will keiner was von uns. So, Handelsverlauf haben wir aktuell natürlich nichts. Was ist das? Beendet in 63 Runden. Ach Gott, okay. Und die Weltpolitik? So, Washington ist in der Antike. Also so wie wir, die sind auch genauso rückständig. Und Montezuma ist quasi schon in der Klassik. Hat Ehre, 3 und hier Ehre und Tradition. Okay. Aber ich sehe jetzt nicht, ob die miteinander im Clinch sind, ne? Ich habe Informationen. Spionage können wir noch gar nicht. Ja gut, alles klar, sorry, danke, tschüss. So. Du bist der Siedler, genau. Passt. So. Ah, hier sehen wir dieses eigene große Admiral. Ah, okay, gut. Also auch wieder was gelernt, wenn da so ein Ding drüber ist. So, ihr geht mal darüber, bitte. Boah, ist doch super. Zweimal happy happy. Ja komm, das Ding nimmer. Logisch. Siedler hier runter.
Sofort. Sofort antanzen. So. Hatten wir nicht irgendwo auch einen Ulu? Da war doch so ein Naturdingens. So Ulu Ulu hieß der, ne? Wo war denn der, Mensch? Da ist der schon weg. Dieses Naturwunder. Habe ich da nicht aufgepasst? Da ist eine Oase. Ui, okay. Wo war denn der, Mensch? Da ist er, genau. Uluru, dieser. Ja, den wird sich der Freund gekrallt haben. Ach, Mist. Na gut. So, da sind unsere tapferen Speer. Ich will dahin, bitte. Und da sind die bösen Barbaren. Is the following trade of interest to you? Ja, ja, this interested me very much, so dieser Trade. Also auch hier mal eine Botschaft, jawohl. Very well. Gut. Very well, goodbye. Das war jetzt für einen Amerikaner ja ein sehr klares Englisch, fast schon zu klar. So. Was hat er gesagt? Der Stadtstaat Valletta überlässt euch eine neue Einheit. Cool. Ui, danke schön. Ihr habt jetzt eine Fernwaffeneinheit. Ja, das ist ja super, Mensch. Klasse. Das gefällt mir. So, was bauen die hier eigentlich? Immer noch den Kornspeicher in 3 Runden, okay. Und die machen hier auch Kornspeicher 3 Runden. Sehr gut. Hier gibt es +1 Nahrung, also hier wird weiter gewachsen. Und die modernisieren hier immer noch. Mein Gott, das ist alles so zäh. Das dauert. Was ist denn da so lang? Was dauert denn da so lang bei euch, Mensch? Kann doch nicht sein. So, wir machen schon wieder Verlust hier, ey. Das ist ja... So, was machen wir denn mit unseren tapferen Fernkämpfern da? Die sind ja auch ewig langsam, ne? 2 Fortbewegungspunkte ist nicht gerade viel. Ja, ich würde sagen, die ziehen wir hier runter. Zu unserem lieben Siedler. Und, die beschützen dann die Stadt, hoffe ich mal. Wir werden sehen. So, und ihr düst bitte hier rüberwärts. Ah, da ist New York, schau an. Da ist also das amerikanische Volk. Hier unten ist Washington. Ach komm, die haben ja Gas. Oder schaut euch das an, die haben ja ein Wein nach dem anderen. Also, viel besser geht's ja gar nicht mehr. Dann ist das kein Wunder, dass die alle so zufrieden sind und mordsmäßig Asche haben. Ach, das ist doch eine Lachnummer, ey. Buh, Betrüger. Ich wittere Verschwörung. Das geht ja gar nicht. Diese alten Betrüger. So, was hier ist? Ein Banditenlager. Schau an. Ja, ich sehe schon, wir sind da... Wir haben da einiges Rückstand, ne? Deutlich sogar. Und nur ein Bautrupp. Das ist echt verdammt wenig. Was kostet so ein blöder Bautrupp? 310, Mensch, wir sollen nicht gehen. Und die Bibliothek kostet 400. Oh, komm. Oh, Mann. Ihr habt nicht genug Gold. Ja, haha. Das haben wir gelacht. Zirkus bringt Zufriedenheit, kostet aber wieder was. Ich habe nicht genug Gold. Ja, ich habe gar nichts. Wie kommen wir denn zu Gold? Wir brauchen im Endeffekt, wir brauchen diese blöden Ressourcen. Hier beiseite müssen wir auch eine Plantage bauen, dass wir nochmal +2 Gold kassieren. Ach, Freunde, das ist echt mal hässlich, du. Das ist echt mal hässlich. Wir kommen hier nicht vorwärts. Ja gut, dann müssen wir schauen, dass wir die Barbaren platt machen irgendwie, dass wir zumindest ein bisschen Asche kassieren. So, da brauche ich nicht angreifen, das ist schlecht. Da brauche ich erst recht nicht angreifen, das ist auch schlecht. Ja klar. Jetzt stehe ich blöd da. Super. Oh Mann. Ja, dann müssen wir halt mit diesem lustigen Trupp da hochwackeln. Dann mischen wir da oben eine Runde mit. Dann hauen wir den Barbaren eine auf die Mütze. So, und ihr? Ja, hier... Sagen wir hier, da hätten wir Elfenbein, hätten wir was zu essen und wir hätten den Kollegen hier. Ja, wir müssen hier eine Stadt bauen. Es hilft nichts, wir gründen die dritte Stadt, Yen. Oder Yenne, wie auch immer, ich nenne es jetzt mal Yen. Man möge mir eine eventuelle falsche Aussprache verzeihen an dieser Stelle. So, dann würde ich sagen, dann bauen wir gleich mal. Ja, gleich mal ist gut, was bauen wir denn hier? Was bauen wir denn? Was bauen wir denn? Kornspeicher, oder? Ja. Ja, wir bauen hier erstmal den Kornspeicher. Und gehen zur nächsten Runde. So, euer Volk ist unzufrieden. Euer Volk ist nicht mehr zufrieden. Ja, ja, das wissen wir schon. Wir sind schon lange nicht mehr zufrieden.
So, okay, der ist ein bisschen angepisst. Wir werden künftig nicht mehr in eure Nähe siedeln. Ausgezeichnet. Ja, natürlich. Sorry. Also, der mag das wohl nicht, wenn wir in der Nähe von seiner Grenze hier siedeln. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Ja, genau. So, Gaur leidet Hunger. Was? Was ist denn hier los? Minus 1, ach du Schand. Sapperlot. Das ist ja nicht gut. So, jetzt habe ich wieder hier verklickt. So. Mist. Die leiden Hunger. Diese alten Hungerleider hier, Mensch. Ja, dann muss ich hier auf Nahrungsfokus setzen, dass jetzt zumindest das Stagnation ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier diese blöde Plantage hinbauen. So, das war, wenn wir den Dschungel weggemacht haben, oder? Kann das sein? Ja, ja. Da hat er erstmal hier ein Nahrungs geknipst. Eine Nahrungseinheit. Und dann war das natürlich dann alles andere als toll. Sapperlot. So, wer seid ihr denn? Seid ihr Siedler oder was? Ist das ein Siedler? Siedler tatsächlich. Ach, die schnappen uns das tolle Feld hier weg. Ach, das ist ja echt Link. So, und was macht ihr? Ja, mit euch werde ich sicher nicht angreifen. So. Ich schau mal, dass ich hier vielleicht ein bisschen noch erforsche. So, Technologiebaum, ja, na jetzt fällt es nicht mehr schwer, wir erforschen das Rad, aber ihr seht mal, wie weit wir hinterher sind, das ist ja echt beängstigend. Also wir dürfen uns momentan zu nichts hinreißen lassen, wir dürfen keinen Krieg anfangen oder sonstiges, weil ansonsten, die machen uns platt. Unsere Wirtschaft ist sehr instabil, so würde ich es mal nennen. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, hier die Barbaren, kriegen sauber auf die Mütze. So, ein Stinker steht noch und der wird jetzt geplättet. Jawohl. Unser aztekischer Freund ist da recht gut. Brav ist er. Sehr gut. So. Ach, schau an. Schaut mal, was die gerade gemacht haben. Die haben mir gerade ein Schiffchen gebaut. So, so. Na gut, aber Freunde, da greifen wir, wie gesagt, nicht an. So, mit euch. Ach, jetzt hat er hier Posten gegründet. Das ist super. Großer Sport. Ja komm, wisst ihr was? Wir hauen die Jungs da unten erstmal weg, bis wir jetzt da oben sind. Das Weihnachten, das geht gar nicht. Also wir düsen da hin. Mit dem ebenfalls. So rum machen wir es. Genau. Ja, liebe Freunde, wie man schön sieht, es geht hier richtig zur Sache bei Civilization 5. Wir hatten keinen guten Start, wenn wir uns die Konkurrenz hier anschauen. Wir haben schon zwei Zivilisationen getroffen, die Azteken und jetzt eben auch die Amerikaner. Und die sind schon richtig gut dabei. Die haben richtig viel Glück gehabt mit der Karte, Luxusressourcen ohne Ende und entsprechend gut sind sie aufgestellt. Ach Gott, da bleibt noch viel Arbeit für uns und ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Ich bin da echt dankbar, wenn ihr Tipps und Tricks habt, bitte schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir das Blatt nochmal gewendet kriegen. Ich sag bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge hier bei Let's Play Civilization 5. Bis dann!